Fangen wir mal ganz einfach an. Wofür steht denn überhaupt CNG? Ausgesprochen heißt das Compressed Natural Gas, zu Deutsch komprimiertes Naturgas. Wenn ich mir aber angucke, was da noch so alles an Begriffen rumfliegt, dann komme ich ganz schön ins Grübeln. Da heißt es mal Biomethan, dann nennt es einer Natural Gas Drive, dann wiederum heißt es Erdgas und dann verkauft es mir einer als Ecofuel. Und dann sind da noch eine Handvoll anderer Begriffe. Was ist denn da jetzt korrekt? Eigentlich ist es ganz einfach. Diese Begriffe stehen alle für CNG. In Blau alle Namen der Automobilhersteller für ihre Fahrzeuge und in Schwarz all das, was sich die Tankstellenbetreiber und Energieversorger so in den Jahren dafür ausgedacht haben. Wenn wir jetzt aber nur diesen einen Begriff haben, dann reicht es ja eigentlich auch, nur diesen aufzuklären. Der Kraftstoff heißt eben nicht Erdgas, nicht Biogas und nicht Biomethan, sondern rechtlich korrekt CNG, auch nach internationaler Gesetzgebung. Visuell erkennen wir das an diesen Zeichen hier. Demzufolge schauen wir uns jetzt an, was CNG überhaupt ist und was da im Hintergrund alles so abläuft. Viele Interessierte wissen nämlich meist gar nicht, wie ihr Kraftstoff überhaupt an die Tankstelle kommt. Oder wie wird aus Erdgas oder Biomethan überhaupt CNG? CNG ist nämlich ein leitungsgebundener Kraftstoff. Das heißt, es wird nicht per LKW an die Tankstelle gebracht, sondern per unterirdischer Pipeline an die CNG-Tankstelle angedockt. Das hat viele Vorteile und auch einen Nachteil, denn man kann natürlich nicht genau da immer eine CNG-Zapfsäule hinbauen, wo man es gerade für sinnvoll erachtet. Dafür hat man früher all die Jahre eine Leitung gebraucht. Aber hey, Innovation gibt es natürlich auch bei uns, dazu später mehr. Die Erdgasleitung kennst du klassischerweise vom Heizen. Das Erdgasleitungsnetz erstreckt sich über mehr als 500.000 Kilometer. Und ist gleichzeitig Deutschlands größter Energiespeicher mit einer Gasspeicherkapazität von über 240 Terawattstunden. Neben fossilem Erdgas transportiert dieses Pipeline-Netz auch Biomethan aus deutschen Erzeugungsstätten und synthetisches Methan aus überschüssiger Wind- und Solarenergie. Das kommt dann zu Produktions- und Wohnstätten und eben auch zu CNG-Tankstellen, die dieses Gas dann komprimieren. Methan ist ein vielseitiges Produkt. Und problemlos speicherbar. Das CNG-Fahrzeug kann von 0 bis 100% alles tanken. Dem Molekül ist es nämlich ziemlich egal, ob es fossilen Ursprungs ist oder ob es erneuerbar oder gar synthetisch hergestellt wurde. 2006 kam dann die erste Biogastankstelle dazu. Aber wie wird denn jetzt aus Biogas eigentlich Biomethan? Mit dem klassischen Biogas, also sozusagen dem Rohbiogas, kann man nämlich gar kein Fahrzeug betreiben. Das Biogas muss also erst gereinigt und aufbereitet werden, damit es als Kraftstoff verwendet werden kann. Das geschieht in Aufbereitungsanlagen, die man normalerweise direkt neben den großen Biogasanlagen findet. In dem Moment, in dem das aufbereitete Biogas ins Netz eingespeist wird, wird aus Biogas Biomethan. Das ist aber noch nicht alles. Methan kann auch synthetisch produziert werden, per Elektrolyse. Durch das sogenannte Power-to-Gas-Verfahren aus überschüssigem Ökostrom. Wie funktioniert das? Der Elektrolyseur spaltet mittels Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff wird dann abgegeben, das Wasserstoffgas gespeichert, eingespeist und verwendet. Oder eben weiterverarbeitet. Hierbei wird das H2 in einem zweiten Prozessschritt mit CO2, zum Beispiel aus einer Biogasanlage, angereichert und es entsteht CH4. Als synthetisches Methan, das sich anschließend vielfältig nutzen lässt. Ob H2 oder CH4, beide Gase sind damit praktisch klimaneutral. Maximal 2% des im ersten Schritt entstehenden Wasserstoffes dürfen ins Erdgasnetz eingespeist und damit auch im CNG-Fahrzeug vertankt werden. So entsteht dann aus Erdgas, Biomethan, synthetischem Methan und eben diesen 2% Wasserstoffgas der Kraftstoff CNG. An jeder CNG-Tankstelle steht ein kleines Kompressorhaus, meist in Form einer Fertiggarage. Hier wird das Gas in Speicherbänken gespeichert, also aufbewahrt, bis ein Tankkunde kommt. In dem Moment, in dem aus der Zapfsäule der Kraftstoff strömt, wird daraus CNG, weil das Gas hierbei auf 200 Bar komprimiert wird. Das ist der heutige Stand bei den CNG-Tankstellen.
Aber hier gibt es auch schon innovative Entwicklungen. Zukünftig sind nämlich auch leitungsunabhängige Tankstellen möglich. Dafür gibt es auch heute schon Beispiele. Es gibt nämlich die Möglichkeit, direkt an großen Biogasanlagen sogenannte Hoftankstellen zu installieren. Diese sind netz- und leitungsunabhängig, also Insellösungen. Hier kann dann der Landwirt direkt seinen Traktor, PKW oder LKW betanken. Das ist das beste Beispiel für Kreislaufwirtschaft. Seit 2017 ergänzen LNG-Tankstellen die CNG-Infrastruktur. LNG wird hauptsächlich im Schwerlastverkehr eingesetzt. Ausgesprochen heißt das Liquefied Natural Gas, eine Form, bei der Methan auf minus 162 Grad Celsius abgekühlt und damit flüssig wird. Neben einer LNG-Tankstelle kann eigentlich auch immer eine CNG-Zapfsäule angedockt werden. Hierbei wird das LNG einfach wieder erwärmt und damit zu CNG. Boah, ganz schön viel, was da hinter den Kulissen unseres Kraftstoffes so vorgeht. Also vom Auspuff bis zur Quelle umweltfreundlich mit CNG.